Hey Leute, es geht weiter mit Deadlight. Ich muss hier versuchen rauszukommen. Habe ich hier vielleicht etwas übersehen? Die Kiste nicht weit genug geschoben? Oder vielleicht einfach an so einem gewissen Grad, wie hier zum Beispiel, dann mit leichtem Anschwung und dann hoppi hoppi? Oder auch nicht. Randall, du schaffst das, alter Junge. Okay, er schafft es nicht. Warum schafft er es nicht? Weil ich das Wasser wieder hochlassen soll. Na toll. Es kann manchmal so einfach sein. Aber ich komme einfach nicht drauf. Innocent people who tried to look for a safe place during the Great War against the Shadows. They were crushed to death by a landslide caused by bombing. Ja, ich bin ja noch gespannt, was das hier so auf sich hat mit dem Krieg hier und diesem ganzen Kram. Ih, die Musik wird irgendwie gerade unheimlich. Ja, hangel dich mal an den Rohren lang, du Soldatenkämpfer. Das hat nicht geklappt. Wie schaffe ich das denn? Kann ich da vorne landen oder passiert mir was? Ja. Wäre da nicht das Rohr, wäre ich jetzt tot. Schaffst du das von hier vielleicht eher? Wie mache ich das denn? Fragt mich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mal machen soll. Mimi. An das Ding da einfach. Und wenn ich hier... Nein, das wollte ich gar nicht. Aber wenn ich da so mit Schwung gegen die Wand springe und dann wieder so rüber auf das andere Ding, was da hängt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgend so ein Gewicht. Das schafft er aber nicht. Muss das jetzt so ein perfekter Schuss werden? Oder denke ich wieder falsch? Ich glaube eher, ich denke wieder falsch. Irgendwas habe ich wieder hier. Irgendwas verstehe ich hier gerade nicht. Ach so. Ja, oben rüber. Das könnte vielleicht klappen. Moment. So. Fast. Ach, nun mach schon. Yeah. Okay. Super. Ich fühle mich gerade wie so eine blöde Versuchsmaus irgendwie, die zu doof ist, zu kapieren, dass man mit der Schleuder auch oben rüberwerfen kann, statt nur unten. Ich glaube, so fühlt sich so eine doofe Katze oder so. Oder ein Affe oder ich weiß auch nicht. Voll doof. Ja, kann ich das Ding einfach wieder entblockieren? Jawohl. Steckt noch was fest? Kann ich da nochmal mit der Schleuder? Nö, das bringt nichts. I can't go up. Follow this path going up, up to the old subway station. When you get to the outside, look for the house that grows in the tree. Find my son before those men do.
I can activate the platform. Ich wollte ihm eigentlich noch zu Ende zuhören, aber okay. Ja, nein, 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 du kannst doch nicht schwimmen. Okay, Haus mit dem Baum, bla. Geschafft. Hängt da gerade noch ein Mensch raus bei dem Zug? Oder habe ich mich verguckt? Sah aus wie ein... Der letzte Eintrag im Tagebuch eines der Überlebenden, die sich im unterirdischen Bahnhof versteckt hatten. Anscheinend hatten sie jegliche Hoffnung auf eine Rettung durch die Armee verloren. Okay. Kannst du nicht wieder raus? Ja, dann eben so. Like the rat said, we all make choices. He chose to build a nest down here, in the aftermath of the war. Some might call it survival. Others, denial. Was mache ich denn jetzt? Warum kriege ich meine Waffen nicht wieder? Was mache ich hier? Das ist voll blöd. Ja, dann sollen die anderen auch herkommen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Genau, der ist schon mal. Aber da waren doch noch mehr. Hey! Da war doch noch einer. Wuhu! Komm mal mit. So, jetzt sind alle drunten. Bitte alle hier auf diese Seite kommen, liebe werte Zombies. Dankeschön. Ist echt blöd ohne Waffen, aber auf der anderen Seite... Ich soll ja sowieso nicht so viel gegen Zombies kämpfen. Vielleicht trainiert mich das dann mal ein bisschen umzudenken. Wurde ja jetzt schon mehrmals gesagt, dass es vorteilhafter an diesem Spiel ist. Das nicht zu tun. Nordöstlicher Vorort, 5. Juli 1986, 6.18 Uhr. The grows in the tree. Those were the rat's words. The door's locked. So. Door's locked. Was mache ich denn jetzt? Kann ich die einfach eindingsen? Hä? Warte, mach ich mal so. Oder auch nicht. The door is locked. Bin ich doof? Was? Hä? Hallo, können wir mal jemand die Tür aufmachen? Ich habe keinen Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Eintreten, gegenrennen. Oben durchs Fenster, ich will einfach oben durchs Fenster, geht das nicht. Was denn dann? Ich bin für immer gefangen in diesem Raum. Hallo? Ein guter Zeitpunkt, um ein wenig wieder in unserem Tagebuch zu lesen, weil wir sind ja eh gerade gefangen hier. So, wo war ich denn? Das hatten wir schon. 5. Dezember. Trotz der Migräne könnte ich noch immer alles vergessen und mir nur der guten Dinge in mir bewusst sein.
Als meine Großmutter mutterlicherseits mit über 80 gestorben ist, saß nur die Krankenschwester an ihrem Bett. Die alte Frau hat alleine gelebt und ist alleine gestorben. Die Schwester sagte, meine Großmutter hätte vor dem Sterben den Kopf gehoben und sich umgesehen, als würde sie jemanden suchen. Dann habe sie sich wieder hingelegt und sei gestorben. Es besteht kein Zweifel daran, dass mich eine Leere umgibt, aber ich bin auch davon überzeugt, dass ich noch nicht ganz hineingefallen bin. Manchmal spüre ich, dass ich nur den Kopf heben muss, um auf die andere Seite zu gelangen. 12. Dezember. Lydia besitzt all die Fantasie, die ihrer Mutter abgeht. Shannon war einige Tage lang besorgt und wütend. Mir ist klar, dass sie sauer auf mich ist. Mir ist klar, dass ich mehr Zeit draußen verbracht habe, als ich sollte. Doch aufgrund der Jahreszeit und der Schwierigkeiten mit den Wilderern, konnte ich nicht mehr für sie tun oder für uns. Das weiß ich. Und es tut mir leid. 25. Dezember. Gefällt es dir nicht, Randy? Der Berg ist wunderschön. Frohe Weihnachten. Alles Gute für 1986. Okay. Ich finde es so merkwürdig, dass ich hier die Tür benutzen soll, aber ich gar keinen Schlüssel dafür habe. Wie wisst damit? Vielleicht das Schloss einfach so aufdingsen? Das ist das Einzige, was ich tun kann, oder? Ah! Klar, ich habe ja meine Schleuder. Nein. Lauf. Shit, ich hätte oben sein sollen. Kann das sein? Ja. Mist. Nein, das schaffe ich nicht. Lasst mich. Das war's. Nein, ich hätte da vorne links, hätte ich nach oben gesollt, um auf die Dächer irgendwie zu kommen. Ach ja. Wenigstens weiß ich jetzt. That grows in the tree. Those were the rat's words. It seems I'm not alone. Natürlich bist du nicht alleine. Es wäre ja zu schön. Er war doch schon oben. Oder nicht? Hä? Ach, ist das... Warte mal, war das... Es war zu früh hier, ne? Quatsch, wenn ich hier auf dem Dach bin, müsste ich ja eh wieder runter. Wieso will ich denn hier hoch? Ach, naja. Ah, oh, nochmal das Ganze, komm schon. Das Haus in dem Dall, in dem Baum wächst, da soll ich hin, ne, ey. Ich glaube, ich bin nicht alleine. Was passiert da hinten bloß? Och, bist du doof? Lass mich! Was soll ich denn sonst machen? Abnerv. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Wenn ich nicht aufs Dach soll und wenn ich nicht da hinten weiter langkomme, was dann? Yeah,
Those were the rat's movements. It seems I'm not alone. War hier eigentlich links noch was? Dann würde ich doch sterben. Ich will wissen, was ich tun soll. Ich will wissen, was ich tun soll. Kapiere ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Manu! Wo soll ich hin? Das Dach ist irgendwie die einzige Möglichkeit, aber da ist auch nirgendwo so ein weißer Pfeil oder so, dass ich wüsste, okay, da geht's lang. Und das hier nervt. Wo soll ich denn nur lang? Dieser Weg ist ja noch klar, aber dann... Ich sehe das einfach nicht. Ich verstehe das immer nicht. Warum bin ich so doof? Durch das Loch einfach krabbeln kannst du auch nicht, ne? Nee. Ey, ich war schon oben. Hallo? Wie dumm. Ja, und jetzt geht's natürlich. Ja, klar. Ist klar. Klar. Vorher ging's die ganze Zeit nicht. God will forgive them. Or not. Ein Rosenkranz mit Holzperlen. Daran hängt ein Kreuz aus weißem Elfenbein. Der Christ würde ihn... Oh, jetzt kommst du mir auch noch hinterher. Ist doch nicht dein Ernst. Ich wollte eigentlich noch gerne die Gegend absuchen. Kann ich das nicht? Dann muss ich das Risiko eingehen. Ich will nämlich wissen, was hier ist. Habe ich alles, was da drinne war? Irgendwas stand da noch. Ach, ich blöd. Muss ich das Risiko jetzt echt eingehen? Meine Gesundheit ist nicht mehr so dolle. Mit meiner Steinschleuder kann ich die Typen doch auch nicht kalt machen, oder? Ich weiß halt nicht, ob das einfach nur so dämlicher Verbandskasten war, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Das ist komisch, so Verstecke und sowas finde ich noch immer, aber so den einfachen Weg, das erschließt sich mir nicht immer. Ab durchs nächste Fenster. Halt, Moment. Ein Ausschnitt aus dem West Seattle Herd vom 8. Februar. Kannst du da erstmal kurz stehen bleiben? Nee, kann ich nicht. Uah! Oh, ich kann das nicht mal lesen. Vielleicht konntet ihr es ja lesen. Ich habe keine Zeit gerade. Oh Gott, die sind aber auch schnell. Kannst du die Tür zumachen? Dann nicht. Wow. Ja, hoch mit dir.
Oh, ich jump hier aber auch echt durch die Gegend. Moment, da kannst du auch lang. Da sollst du sogar lang. Mit Objekten zu interagieren. Die gehen da jetzt alle hin, ist mir klar. Ich möchte nur hier oben hin, weil da war noch ein Verbandskasten. Alles klar. Jetzt geht's mir nämlich wieder etwas besser. Man muss ja alle Chancen nutzen. Aber ich glaube, dass das eine dann da kein Verbandskasten war. Der war jetzt doch wesentlich größer als das Ding da, was da noch in diesem Raum war. Haha, abgelenkt. Wieso geht die Alarmanlage nur so kurz? Wenn sie denn schon angeht? Wie die alle hinter mir herkommen. Oh Gott. Yippee-yay. Da ist das Haus im Baum. Nein, 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 nein. Oh Gott, shit. Mist. Was mache ich jetzt? Sterben? Ich glaube, ich sterbe. Komme ich hier wieder hoch? Ah, ja, dann stirb doch. Ja, stirb. Ich bin aus Versehen runtergeknallt. Das Haus im Baum, wir haben es erreicht. Immerhin. The house that grows in the tree. Ach, man kann das gar nicht schaffen. The kid should have been here. Ach so. Where the hell could he be? I should search ahead. This must be the rat's wife. I get it now. The boy comes here to remember his mother. Lydia. Das Foto einer kranken Frau. Darauf ist auch ein Junge abgebildet. Sie liegt im Krankenhaus auf einem Bett. Anhand des Datums auf dem Foto ist sie vor der Katastrophe gestorben. Noch irgendwas hier? Denn dann müssen wir jetzt hier leider abhauen. It looks like a shootout. I better find the boy quick. Seiten aus meinem Tagebuch. Das ist schön. Haben wir gefunden. Schießerei. Was ist los hier? Der Hubschrauber ist wieder da. Okay, sorry, ich weiß überhaupt nicht, wieso der Ton gerade nicht da war. Ich schätze mal, ich weiß nicht, ob, also ich habe den jedenfalls nicht gehört. Vielleicht habt ihr ihn weiter gehört, das wäre gut. Ich jedenfalls nicht. War alles sehr actionreich gerade eben. Und wir sollen aufs Dach kommen und hier ist jetzt ein neuer Freund von uns. Ja, komm, hilf mir. Where did you just come from? Are you crazy, man? Your father is worried about you. I shouldn't have used the radio. I'm sure they heard us. Who? We have to get out of here. Run! Let's get out of here before we're caught. Das machen wir im nächsten Part von Deadlight. Bis dann. We're alive.
Ich sterbe. Ist okay, machen wir im nächsten Part, sonst zieht sich das zu dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.